nur ich und der Rest der Welt. Die Agentin basiert auf dem Roman The English Teacher eines ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters. Die Hauptrollen in dem Thriller-Drama spielen Diane Kruger, Martin Freeman und Cass Enver. Und darum geht's. Der Mossad-Kontaktmann Thomas erhält zum ersten Mal seit langer Zeit einen kryptischen Anruf von der Agentin Rachel. Bei einem Krisentreffen des Geheimdienstes erfährt er kurze Zeit später, dass sie sich womöglich abgewendet hat. Thomas schildert daraufhin, wie er Rachel einst rekrutierte und auf immer gefährlichere Missionen schickte, bis sie sich in eine Zielperson verliebt hat. Cheers. Die Menschen hier haben viele Geheimnisse. Du kannst mir helfen. Bitte zieh mich da nicht mit rein. Du wirst ihn herbringen, egal wie. Rachels Zielperson Fahad Razavi wird von dem Kanadier Cass Enver dargestellt. Für den Schauspieler ist der Film in seiner Machart etwas Besonderes. It's probably the only movie of this kind that I've ever been part of or seen, where the people and what they're going through is more important than the actual activities. It's set on a very tumultuous backdrop between Germany and Israel and Iran, but it could easily have been set in any number of different countries that are politically charged. It's not about the particular politics of these countries, it's about this world of espionage and intelligence and the consequences and the cost on the human beings that are involved, both the agents and the civilians who are unaware of what's going on, which is what I play. Im Kino startet die Agentin am 29. August. Ich habe keine Ahnung, was vorgeht hinter deinem... Sie gefährdet die gesamte Operation. Du wolltest ihn schon immer in die Finger kriegen. Du warst ja mit deinen Fingern schon dran, das lief ja gut. Rachel!